Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen, ab und zu mal kommenden Projekt, nämlich zu State of Decay. Ja, ich dachte mir, da mein PC, dass er jetzt endlich mitmacht, das Spiel. Obwohl ich finde, dass es auf den höchsten Einstellungen eben ein bisschen komisch aussieht. Dachte ich, wir spielen das einfach mal zwischendurch, so, wenn Zeit und Lust da ist. worum geht's? Also, jeder sollte es, glaube ich, wissen. Es geht natürlich um Zombies. Und man muss versuchen zu überleben, solange wie es möglich ist. Ja! Was gibt's dazu zu sagen? Ich weiß nicht genau. Also, wenn ihr wissen wollt, wann das Spiel rauskam, es gibt auf jeden Fall. Man kann es über Steam kaufen. Ich habe es ja auch bei Steam gekauft. Und, man kann aussuchen, mit wem man spielen will. Man kann sich leider keinen Überlebenden erstellen. Und wir werden auch direkt ins Spiel geworfen. Also ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt mal an. Und das Spiel besitzt keine deutsche Sprachausgabe. Das ist ein bisschen schade, aber das sollte nicht so schlimm sein. Ja, durch das Starten eines neuen Spiels. Wie gesagt, ich habe das gerade ganz kurz mal getestet, ob es funktioniert. Und wie gesagt, meckert bitte nicht, dass ich nicht auf den maximalen Einstellungen spiele. Aber es sieht einfach schrecklich aus dann. Also finde ich persönlich, es sieht dann halt nicht so schön aus. Gut, und wir starten. Wähle mit bla bla oder bla Gegenstände aus, drücke RB, um sie zu werfen. Oder einfach, um sie zu verwenden. Ich kann wieder so toll lesen. Holy shit. Hold on, komm. Das Spiel ist ja eigentlich für die Xbox gewesen, soweit ich weiß. Warum sind jetzt so viele? Gerade eben waren es nicht so viele. Was? Es gibt eigentlich irgendeine Tastenkombination, wie man Zombies sofort töten kann. Ich weiß aber nicht mehr, wie das geht. You okay? One of those psychos tried to bite me, but yeah, I'm fine. Well, we can't just stay out here in the open. That's for damn sure. Ranger Station? Ranger Station. Maybe we can find some help there. Ich werde. Hell, man, we're gone 2 weeks and what? Everybody takes up cannibalism? Beats me. Es sind keine Kannibalen, es sind Zombies. Ich werde wahrscheinlich ein paar Mods installieren. Ich habe zum Beispiel gibt's eine Mod, die die Schatten ein bisschen heller macht, denn ich finde schon, die sind extrem dunkel. Ich finde das Spiel aber so an sich total sauschön und saucool. Ich habe das echt stundenlang gespielt auf meinem alten Rechner, was ja auch nicht so toll war. Weil der halt extrem. Naja, war halt nicht so. Das Spiel läuft doch nicht auf 30. Nicht mal auf 30 Frames. Also. Was? Scheiße, da ist ein Zombie. Da machen wir den mal platt. Noch können wir es. Aha. LB. Ich weiß natürlich wieder nicht, wo meine LB-Taste ist. Ich habe sie gerade gefunden. Hold up. Shit, these guys look messed up too. Yeah. Stay low and keep quiet. Maybe we can get past them without being spotted. Irgendwie genau mit B. Ich war mir gerade nicht sicher, wie man. Ich weiß, man kann halt entweder schleichen oder man boxt sich einfach durch die Gegner. Aber wir wollen mal versuchen, das Ganze so realistisch wie möglich zu machen. Also wie gesagt, es wird jetzt kein Projekt, was ich denn wirklich jede Woche irgendwie hochlade, also jeden Tag hochlade oder so. Einfach so. Wenn mal Zeit ist, so wie heute. Ich habe heute irgendwie zwar nur Tomb Raider auf. Das sind zum Beispiel Sachen, die hat man auf normalen Grafikeinstellungen, glaube ich, gar nicht gesehen. Auf den niedrigen. Also mir ist das nie aufgefallen. Aber es ist schon so ein bisschen beängstigend, wenn man versucht, unbemerkt an den Zombies vorbeizukommen. Und wir sind unser netter. Wie heißen wir denn? Das Ganze kann man doch irgendwie auch gucken. Wer sind wir? Wir sind Markus Campbell. Wir sind geborene Anführer, Ex-Wanderer, Angestellter oder eine Sportskanone. Und der andere ist Ed Jones. Ja. Super. Ein richtig gutes Team. Und wir sind auch schon in der Ranger-Station angekommen, so wie es aussieht. Ich höre ein Zombie. Da. Man sieht so schlecht in dem Spiel. Cool, danke.
Ja, und das ist immer praktisch, mit einem Partner durch die Gegend zu laufen, obwohl ich wahrscheinlich später ein paar Streifzüge alleine durchgehen werde. Hallo. Man, can anybody tell me what the hell is going on? What's going on is there's more of them up here than I expected. We need to sweep the rest of the cabins for survivors. But I've got injured people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campground. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need and stay safe out there. Dankeschön. Ich werde mal ganz, ganz kurz ein bisschen, wie gesagt, höchste Qualität, also müsste ein bisschen heller. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen, jetzt ist es fast ein bisschen zu hell. Aber wir sehen was. Also ich meine, es ist ja schön, dass schwarz-schwarz ist, aber es ist halt nicht gut, wenn ein bisschen dunkler können wir es ruhig machen. Ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen. So. Das müsste so reichen. Ich meine, ich sehe es ja eh erst dann, von wegen, ihr habt was im Versorgungsspind. Was ist das? Eine Leiste. Ja, nehme ich mal mit. Ist ja nicht sehr viel, was ihr hier drin habt. Aber es ist besser als gar nichts. Und ich sollte nicht durch die Gegend springen. Ja, okay, so ist das besser. Das war echt ein bisschen zu dunkel. Ich hätte es vielleicht ein bisschen vor der Aufnahme mal testen sollen. Ich wollte mich gerade noch, sagen, ich schleiche mich an ihm vorbei. Na, jetzt ist es zu spät. Komm her. Komm, sei artig. Das war die falsche Taste. Ja, die Steuerung, da muss ich mich erstmal wieder eingewöhnen. Wie gesagt, ich konnte sie mal. LB. Ich habe schon wieder vergessen, was LB ist. Ich vergesse das jedes Mal. Ich habe mir diese Xbox-Steuerung niemals merken. Ich spiele normalerweise immer mit entspannten... ich bin halt so ein Playstation-Kind gewesen, schon immer. Damit kam ich immer gut klar. Da ist ein Campingplatz. Und das ist auch so eine Sache, die wir öfter machen müssen. Einfach um zu gucken, was bei uns in der Nähe ist. Ich weiß nicht, wie lange ich die Parts machen werde. Ich denke einfach mal, ich mache es so tageweise. Denn das Spiel hat ja auch Tag- und Nachtrhythmus. Ist da gerade ein Zombie gewesen? Ja. Und die anderen, ich habe ja auch die Add-ons dazu. Das war schon. Guess we're not the only ones having a bad day. Stehst mir im Weg. Aber danke. Ein bisschen, also so. Und ich hatte dein... Aua! Ich hatte deinen Hintern im Gesicht. So, ich weiß jetzt bloß nicht genau, wo wir eigentlich hin sollen. Ich glaube, wir sollen auch nur ganz entspannt Vorräte suchen. Ich höre was. Ich höre einen Zombie in unserer Nähe. Ich muss sagen, so geht's doch. Dann brauche ich mir doch nicht diese komische Schattenmod zu installieren. Ich halte nicht so viel von Originalspiele, die gut sind, zu modden. Ja, okay, wir müssen so oder so da rein, also. Und so brutal ist das Spiel ja eigentlich auch nicht. Okay, das ist wirklich neu. Also entweder hat das Spiel ein Update bekommen, um ekliger auszusehen, oder... Ich hab nie drauf geachtet. Ich weiß es nicht. Und ich würde ganz gerne hier ein bisschen suchen, aber ich weiß nicht wo. Hier kann man nirgendwo suchen. Warum nicht? Normalerweise müsste ich suchen können. Aber ich kann nicht. Warum nicht? Gut. Dann gehen wir zum anderen Zelt. Also ein bisschen das Überlebensfeeling kommt nicht so extrem auf, aber es ist schon ganz gut. Wahrscheinlich wird mein Kommentarstil gerade irgendwie nicht. Ich nehme das gerade extrem spontan auf. Ich bin total bougie. Oh, ein neuer Rucksack ist immer praktisch.
Denn wenn wir bessere Rucksäcke. Bessere Rucksäcke sind natürlich. Geben uns natürlich als allererstes mehr Platz. Und sehen schicker aus meistens. Und das ist in dem Spiel. Also ich weiß nicht, ob die Sachen irgendwann respawnen oder ob es irgendwann wirklich. Ich glaube, da läuft ein Zombie lang. Schande. Ich glaube, der hat mich gehört. Da ist noch ein Rucksack. Den können wir dem Typen geben. Theoretisch. Oder wir bewahren ihn mal auf. Ih, das wusste ich auch nicht, dass man den Zombie. Also, dass der Schatten. Das ist cool. Das wusste ich nicht. Ja, toll, wie kriege ich den jetzt? Hi! Geh weg! Ich bin am Suchen! Du alte Wutz! Yeah! Haben wir hier alles durchsucht? Da ist auf jeden Fall ein X drin, also nichts mehr da, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel hat mehr Zombies als vorher. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich möchte ganz gerne hier einfach vorbeischleichen. Ich habe keine Lust, so viele Zombies zu ermorden. Vor allem, da unser Stock gar nicht mal so stark ist, aber wir haben jetzt zur Not noch eine zweite Waffe dabei. Das Spiel ist halt relativ entspannt. Eigentlich so an sich, es sei denn, man wird von einer ganzen Horde Zombies verfolgt. Was? Rechts, rechts, wo ist rechts? Ich bin Linkshänder. Auf rechts zu sagen, da ist doch gar nichts. Aber im Haus ist was, das höre ich. Gut, rein da. Tür auf. Wer hat denn jetzt schon wieder. Warum ist denn jetzt hier ein Fenstertasch rum? Coole Sache, danke. Und wie gesagt, am Anfang ist das ganze Spiel noch echt entspannt. Und dann später geht's richtig los. Dann müssen wir auf jede Kleinigkeit irgendwie achten. Dann wird es so irgendwie zu so einer Reality-Show. Madame A beschwert sich über Madame C, dass Monsieur D das nicht gemacht hat. Und ach. Oh, Munition? No shit. Any chance we can just hole up here with the last of the tequila until this all blows over? So, das war's. Ich habe noch nie so früh im Spiel eine Waffe gefunden. Und obwohl ich hier der Anfang ist immer gleich. Also ich habe noch nie irgendwie anders gespielt. Ich bin immer hier gleich lang gegangen. Aber ich hatte noch nie so früh. Das ist ein Zombie. Au! Ich bin infiziert, ich werde sterben. Also in Infizierungsgrad gibt's nix, ja. Ich weiß nur, dass man krank werden kann. Was auch eine richtige Plage werden kann. Also ich habe auch schon eine ganze Gruppe verloren, nur weil einer krank geworden ist und die anderen angesteckt hat. So langsam wird mein Inventar voll. Dies ist nicht so praktisch. Ich sollte aufhören, so viel Krach zu machen. Na, los, such. Such, Kind, such. Er guckt eigentlich nur rauf, aber es geht als Suchen. Das finde ich natürlich super. Was ist das? Ja, dann kannst du die eigentlich... kann ich die auch reinlegen? Ich würde die ganz gerne... Na, dann mache ich es kaputt. Benutze es. Danke. Das ist doch viel angenehmer als alles andere. Erkunde diesen Ort. Irgendwie sind die Schatten ziemlich am Wackeln. Medikamente sind auch alles super. Ja, aber meine Waffe kriegen sie nicht. Wir können uns dann später auch entspannt aussuchen, was wir machen können, machen müssen. Die Karte ist relativ groß. also das alles haben wir hier zu erkunden. Aber wir werden nicht lange hier in dem Bereich bleiben. Wir werden, glaube ich, soweit ich weiß, beginnt das Spiel da. Ich höre dich. Aber wo bist du? Halt ihn fest, ich komme ja schon. Also die Effekte sind irgendwie neu. Oder mir ist es wirklich nie aufgefallen, wie brutal das Spiel eigentlich doch ist. Schießen sollte man nur im äußersten Notfall. Ist ja verständlich. Lockt ja natürlich die Zombies an. Hallo?
Muss ich mit jemandem reden? Aber wenn, mit wem? Hallo? Hallo? Ach, das ist zu, dass du krank bist. Nicht genug Einfluss her. Wir müssen uns alles mit, nicht mit Geld, sondern mit Einfluss kaufen. It's another beautiful day. Sorry, can't really talk right now. Ich glaube, wir müssen doch erstmal zum Wasser. Was ja in diese Richtung sein müsste. Gut, das habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden, dass ich da doch jetzt hin soll. Ich dachte, ich muss in die Hütte, warum auch immer. Aber wir sind gut bewaffnet. Wir haben ein Schwert und eine Schießwaffe. Eine Schießwaffe. Welche Taste soll ich drücken, um zu sprinten? Jetzt habe ich was gegessen. Ich fasse es nicht. Ach so. Also ich bin so relativ unvorsichtig. Eigentlich. Es sei denn, ich bin alleine unterwegs. Aber im Moment sind wir zu zwei. Aua. Oh mein Gott! So, es könnte sein, dass wir gleich den ersten verlieren. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Hier sind definitiv viel zu viele Zombies. Ich wollte Schmerzmittel nehmen. Und ich habe gerade eine Packung Böller geschmissen. Das lockt die Zombies nämlich erstmal ein bisschen weg von uns. Neben der Minikarte, der blaue Balken ist unsere Ausdauer und der rote Orange. Warum schießt du? Du lockst doch noch mehr an, du Alte! Holy shit, are you okay? You mean aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths and watching two of my best friends die? Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on, but we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. You want to take point, or should I? Mach du mal. What's up? So, sie ist nämlich auch relativ super. Sie hat nämlich eine Axt und ein Jagdgewehr und relativ viel Munition. Und wir können auch den Charakter wechseln. Und ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, ob ich ihr den Rucksack geben kann, aber ich glaube nicht. Dann müssen wir uns erstmal eine Kiste suchen. What's the word? Aber das, wir haben ja da eine nette Truhe. Wir können auch klettern. Das ist natürlich auch alles super toll. Und jetzt gehen wir erstmal zurück. Wir können auch Auto fahren. Bloß im Moment noch nicht. Was willst du? Spinn nicht etwa. Sieh nur so aus. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, es wird auch gerade gar nicht dunkel. Hauptsache, es ist hier nicht in Echtzeit, weil wenn ich immer einen ganzen Tag aufnehmen will, dann könnte es kompliziert werden. Hallo, ein Arsch. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich sollte vielleicht... Okay, jetzt brauche ich es auch nicht mehr zu machen. Sollte mir öfter den Wegmarkierung setzen. Und dieser auf der Minikarte, dieser Balken, also dieser blaue Kreis, zeigt an, wie laut wir sind. Ich weiß nicht, ob es direkt ob die nur auf Ton reagieren, aber ich glaube, die reagieren auch drauf, wenn sie uns sehen, weil immerhin müssen wir uns ja auch verstecken. Also können wir uns verstecken, aber vielleicht ist das einfach nur, um den Spieler zu verwirren, was ich nicht hoffe. So. Hallo. Wir sind wieder da. Wir haben Verstärkung mitgebracht. What the hell? I thought you said you had survivors holed up in here. They were fine just a minute ago. Well, obviously not anymore. Guys, come on. We gotta at least check the place. Somebody might have survived. Also wie die aussehen, hat hier überhaupt keiner mehr überlebt. Gone. Yeah. Poor bastard. Well, let's see if he's got a wallet on him or something. What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake.
Ja, aber erst mal gucken. Ich kann nicht rennen. That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Ja, 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 das machen wir auch. Hier sind Medikamente, die wir aber nicht nehmen dürfen. Du musst... Oh. Was? Ich fress die ganze Zeit Tabletten. Ich will das gar nicht machen. Ich wollte eigentlich nur den Rucksack hier kurz reinpacken. Damit die nette Frau... Ach, das ist eine... Das sind Flinten. Patronen. Naja, okay. Das ist ja... Auch mal was. Und jetzt... Denn mit ihm wird hier gleich nichts mehr anzufangen sein mit Ed. Also nicht, er stirbt nicht. Hoffe ich. Dass er jetzt nicht stirbt. Denn das wäre ja auch nicht. Also nur der Rucksack kann weg. Den brauchen wir nicht. Und wir gehen mal weiter. Wir haben irgendwo ein Auto gesehen. Ich weiß bloß nicht mehr genau wo. Doch, ich weiß wieder wo. Okay, es wurde auf der Karte angezeigt, aber. Me and a couple guys from the unit came up here to do some deer hunting. You in the army? You don't miss much, do you? Anyway, we were on our way back when these psychos rushed us out of goddamn nowhere. What happened? You see me? You see Colton or Strand? Do the math. So, where are we going? I don't know. I guess we just head to town and try to find somebody. Yeah, or... Well, I kind of took that guy's walkie-talkie. Maybe we can raise somebody on that. Jesus, Ed, why did you do that? I don't know. I figured if he had a radio, there must be somebody on the other end. So you robbed a dead guy, and you expect his friends to help us out? Wait, who says they're his friends? I mean, maybe they didn't even really like the guy. Dad? Dad, are you there? Oh, shit. Hello? Can you hear me? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Can you make it down to Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. If your friend doesn't look too dicey, we'll let you in. The church in Spencer's Mill. We're on our way. We'll, try not to look too dicey. Ja, ich werde einfach mal versuchen, während die da quatschen, immer meine Klappe zu halten. Wir haben alles durchsucht, so wie es ausschaut. Also wir fertig. Und da will ich gar nicht hin. Ich will ins Auto, wenn das denn funktioniert und wenn es fährt. Es funktioniert und es fährt. Bitte einsteigen. Jetzt sofort. So. Und jetzt machen wir einmal GTA für Arme. Ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Autosteuerung in diesem Spiel so katastrophal schlecht. Natürlich ziehen wir ewig viele Zombies. Ach, verdammt. Das habe ich nicht bedacht. Ne, wir versuchen mal irgendwie mit Auto da durchzukommen. Wir sind natürlich mit dem Auto tausendmal schneller als zu Fuß. Hallo, Zombies. Tschüss, Zombies. I don't know, mate. Looks like we could climb up over here, maybe? Schnell, komm, bevor die Zombies uns hinter... Es gibt übrigens eine Mod, habe ich gesehen. Mit der die Zombies... Okay. Mit der die Zombies nicht mehr rennen können. Das wäre natürlich dann wirklich Zombie-like. Das ist jetzt eher so... Ich weiß nicht, eigentlich mag ich ja keine rennenden Zombies, aber... Oh Gott, sie ist erschöpft. We're headed your way. You said you were holed up in a church? What the hell's happening around here? You haven't heard? No cell reception up at the lake. Hold on. Was? Wo denn? Wo denn? Der lebt doch noch, ihr seid... Was seid ihr denn für Fische? Macht den richtig tot. Danke. Ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr zu viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen, aber irgendwie... No cell reception up at the lake.
Guess you could say we've been out of the loop. All we know is a bunch of crazy people tried to eat us. It started, what, 12, 13 days ago? At first, it was just weird stories on the news. Random maulings, violent incidents at hospitals, black helicopters in the sky. Just strange stuff. I guess they were trying to keep it quiet, but that didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who die, they don't stay dead. They come back as one of those things. I told you that guy was dead. Seems like the only way to stop them for good is with a shot to the head. Anything else, they just keep coming. So you're saying those things are zombies? I don't know. Maybe it's some kind of messed up supervirus. Maybe it's radiation from outer space, or black magic, or the wrath of almighty frickin' God. Your guess is as good as mine. So wait a minute. What's the government's response to all this? Haven't they sent in the National Guard or something? The government? You don't get it. It's been total chaos. At first, they told us just to stay home, lock our doors, and wait for the all clear. And the power... So... How'd you end up on this frequency? Just lucky, I guess. It was pretty chaotic up at the lake. You're not gonna tell her? I don't know yet. Dude, it's her dad! You wanna confess that we killed her father and stole his radio before they patched you up? Yeah, okay, maybe we leave that part out. Ihr habt gerade wahrscheinlich gesehen, dass es extrem geruckelt hat. Das ist aber nicht allzu schlimm, da... Das ist irgendwie, das passiert irgendwie immer. Und wir sind an der Kirche angekommen, was natürlich super ist. Wir haben es überlebt. Au! Du hast mich mit der Autotür gehauen. Lily, do you invite these strangers? Good, you made it. That one doesn't look so good. Name's Ed. Pleased to meet you. Come with me, son. We'll see to those. God damn it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting them in. Us freeloaders have to stick together. Girl's got the common sense God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on, I'll give you the nickel tour. Coole Sache. Wenigstens einer ist hier nett zu uns. So. Ja, du bleibst draußen. Sieht jedenfalls so aus, ne? Ups, das war jetzt irgendwie nicht so geplant. Ja, das ist unsere erste Zuflucht übrigens. Unsere erste, ja. Wir werden nicht ewig hier bleiben. Denn irgendwann wird es vielleicht voll, wir wissen ja nicht. I spend most of my time here, using the radio to coordinate everyone. Haha, du bist ja so toll. Du bist eine richtige Leuchte. Alle sehen so gleich aus. Ja, Next up's the kitchen. Sam's our unofficial in-house chef, but... Well, there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds. Seriously, though, rule number one, all the food stays in here and it stays sealed. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one the hard way. Sleeping quarters? Hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Alan's been saying we should move to someplace bigger, but my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room or something to get more space. How many people do you have here? I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think, and haven't heard from them in a while. Rest easy, son. How do you feel? Like somebody... Ja, aber eigentlich ist es ja ganz schön hier, ne? So. Oh! Was sind das für riesige Dosen? More concerned about this fever. Could be a sign of infection. We'll need to get Dr. Hansen out of here. Begleite Lenny. Ja, mach ich doch. Ich begleite sie doch. Thanks, I appreciate the hospitality. Do not forget to entertain strangers. Also für eine Kirche, wenn man so ganz übersieht, ist aber irgendwie zu wohnlich aus. Aber naja. I might be an angel. Look, I didn't want to say this in front of your friend, but fever is a bad sign, especially after a bite. Pastor Will's going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns.
It's for the best. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet ya. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Okay, look, we're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. I'm sorry. That's just the way it is. What if I find some more? Will that pay our rent? Yeah. Okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Nobody minds if you're getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. It's okay. It's okay. Ist schlimm. Hier sind alle nur am rummeckern. Und, aber immerhin kriegen wir hier ein paar Sachen. Und wir können auch ein bisschen was verkaufen. Benutze ich das? Was ist das? Das ist auch ein Beil. Ja. Ich würde mal sagen, so an sich ist unsere Ausrüstung eigentlich ganz okay. Vielleicht brauchen wir nicht unbedingt zwei Beile. Ich weiß nicht mehr. Noch Beile, oder? Oder Beils? Wo er Beile. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel genau speichert. Ich würde aber sagen, wir haben so an sich erstmal alles gesehen. Für den Anfang. Wo ist das Kreuz? Dafür, dass es hier eine Kirche sein soll? Ich glaube, das Spiel speichert automatisch. Ich weiß auch, dass das Spiel weiterläuft, wenn es aus ist. Wir mögen uns einfach nicht. Wer mag wen nicht? Okay, ich würde sagen, wir sehen uns einfach hier. Da ist ein Kreuz. Wir sehen uns an dieser Stelle einfach im nächsten Part wieder. Oder je nachdem, wo sie sich dann hingestellt hat, wenn ich hier beendet habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!